Shalom, Shalom aus Paraguay. Ich habe hier in Paraguay einen wunderbaren Bruder getroffen. Sein Name ist Gerhard Schmidt und er hat ein sehr bewegendes Zeugnis, wie er aus der Zwangsjacke Religion in eine lebendige, herrliche Liebesbeziehung mit Gott durchgebrochen ist und welche Kämpfe er hatte. Und hier sehen wir, dass Gott für uns kämpft. Er war ganz großen Gefahren ausgesetzt und Gott hat ihn beschützt. Ja. Der Teufel wollte dich töten, aber Gott hat dich beschützt. Ja, so. Und da sehen wir, dass Gott kämpft um jeden Einzelnen für uns. Und Gerhard, ich bitte dich, dass du jetzt die Hauptpunkte deines Lebens, ich möchte noch eine Geschichte schreiben über dich, ja, das muss die Welt wissen, was Gott mit dir vollbracht hat. Denn das war ein Wunder ohne Ende, ja, was er mit dir und deiner ganzen Familie gemacht hat. Und du nicht bitter geworden bist, ja, sondern besser. Und du hast dich sehr verändert. Und ja, du hast ein Leben gefunden, von dem Gott träumt und das du dir eigentlich noch nicht vorstellen konntest. Ja. Es ist besser, als wir es vorstellen können. Gerhard, Gerhard, erzähl ihnen jetzt bitte. Ja. Denn das sind viele Menschen, die diesen Durchbruch brauchen. Ja. Von der Religion in eine Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Danke. Danke. Danke, Mama Maria, für diese wunderschöne Gelegenheit. Auch ich danke den lieben Gott, ja, dass ich eine Gelegenheit habe, diesen großen Gott in Jesus Christus zu bezeugen. Amen. Und dass der verherrlicht wird durch unser Leben. Amen. Hier. Ja, ich bin in Mexiko geboren und bis 8 Jahre habe ich da gelebt. So sind meine Eltern mit 14 Kindern nach Paraguay gezogen. Und meine Eltern hatten ein schweres Leben, weil mein Papa Alkoholiker war. Und wir als Kinder haben uns immer vorgenommen, das werden wir nicht. Und nachher war ich in dasselbe Leben. Ja, ich bin so aufgewachsen. Ich bin 4 Jahre in der Schule gewesen, sehr kurz in der Schule. Und ich habe mein Leben immer als Jugendlicher, als Junge habe ich ein liebloses Leben geführt. Ich habe viel gezankt, gestritten mit Jungen, auch mit Männern und so weiter. Aber ich bin so dankbar, dass Gott seine Gnade an mir bewiesen hat. Ich will diese lange Geschichte kurz machen, Mama Maria. Ich will das einfach so erzählen, dass Leute wissen, dass wo Gott ist, da ist auch Hilfe. Und Gott ist überall. Gott ist allgegenwärtig. Amen. Ich bin in einer Kolonie aufgewachsen, wo sogenannte Leute wohnen, die jeden Sonntag in der Kirche sind und Andachten wird vorgelesen, aber meine Seele hat nie den Frieden bekommen. So bin ich aufgewachsen. Ich habe mir dann von 20 Jahren taufen gelassen. Ich habe meine Sünde dann bekannt, aber das blieb leer, das Herz. Und nachher kommt der Teufel mit 7 mächtigen Mächten und hat mir dann in seinem Reich gebraucht. Bis ich 28 Jahre war, dann habe ich diesen Jesus kennengelernt. Von 25 Jahren, dann hat der liebe Gott einmal mir einen Mörder zugeschickt. Einen Mörder. Wow. Ja. Der überfiel uns unterwegs, mein Schwager und ich, wir waren zusammen und die sind dann so aus dem Wald rausgekommen und haben gesagt, Geld oder ihr Leben. Ich habe zu Gott geschrien und der eine kam mit der Pistole direkt auf mir zu und hatte um meine Brust, vor meinem Herz gehalten, die Pistole. Ich habe zu Gott geschrien, Gott, rette mich. Und ich habe dann die Hölle offen gesehen. Gott hat mir mein ganzes Leben so gezeigt. Die Hölle habe ich gesehen, wie meine Seele für ewig in die Hölle verbringen wird. Ich hatte so schreckliche Angst. Hab Gott gesagt, Gott, gib mir Leben und das, was du willst, das will ich jetzt machen. Er hat mir klar gesagt, Gerhard, du musst wiedergeboren werden, wenn du in den Himmel kommen willst. Ohne die Neugeburt. Es ist unmöglich, Gottes Reich zu sehen. Amen. Das hat Gott mir ganz klar gesagt. Ich war Gemeindeglied. Ich war ein Kirchenglied. Aber ich war ohne Jesus in der Welt. Schade. Aber ich habe Gott seine Gnade gesucht.
Ich habe dann 3 Jahre gesucht. Ich habe mit Predigern gesprochen. Wie kann ich diese Wiedergeburt erleben? Viele haben gesagt, du bist getauft. Du musst 2-mal im Jahr auf Abendmahl sein, das heilige Abendmahl nehmen. Aber das hat nie meine Seele Frieden gegeben. Ich habe gesucht, mein Leben zu retten. Nie habe ich den Frieden bekommen. Wir haben dann versucht, mit meiner Frau, Familie, mit Nachbarn zusammen Gottes Wort zu suchen. In der Bibel. Hier ist das Leben drin. Ich habe gesucht. Dann haben wir 3 Jahre gesucht. Mit Singen, Bibel lesen. Ich werde es nie vergessen. Am 1. Oktober 1998, dann habe ich diesen Jesus kennengelernt. Ich war wieder an einem schweren Tag. Ich habe mit dem Teufel zu kämpfen, mit meinem eigenen Fleisch, aber auch mit vielen Leuten, die fromme Leute waren, die auch zu einer Kirche gehören. Die haben immer wieder gesagt, du bist verrückt. Du musst dein Leben die Gemeinde übergeben. Ich habe immer wieder gesagt, meine Seele sucht. Meine Seele schreit, wie ein Hirsch nach frischem Wasser. Ich war so am Ende, dem 1. Oktober, mit meinem Leben. Ich habe dann gesagt, Gott, jetzt bin ich müde. Heute ein Ende mit meinem Leben. Und dann habe ich mir 2 Liter Alkohol gekauft und habe gesagt zu Gott, jetzt ist das ein Ende mit meinem Leben. Ich habe dann versucht, mit Alkohol zu mir zu nehmen. Aber der schmeckt diesen Tag nicht. Ich habe dann einfach aufgegeben. Dann habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen. Meine Frau war auch am Ende. Wir haben dann uns zusammengeschaut. Meine Frau und Kinder gingen schlafen, gingen ins Bett und ich blieb alleine draußen. 10 Uhr abends, es war alles still. Dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, ich will noch einmal will ich mit dir reden. Ich will eine Antwort von dir haben. Eine Antwort? Eine Antwort von meinem Leben, von meiner Zukunft. Dann habe ich gesagt, ich will noch einmal die Bibel nehmen und sehen, ob die Bibel etwas für mich hat. Und das war nicht ein Zufall. Gott hat die Bibel für mich geöffnet und dann hat er mir Offenbarung 3, Vers 20 gezeigt. In Offenbarung 3, Vers 20 sagt, siehe, so fängt der Vers an. Und dann habe ich einmal verstanden, da ist einer, der will haben, du sollst mal schauen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hier und auftun wird, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm holen und er mit ihm. Dann habe ich gefragt, wo bist du? Ich kann dich nicht sehen, ich kann dich nicht anfassen. Dann war das ein Glaubens- und Vertrauensprozess. Ich habe meine Bibel drinnen gelassen, ging raus auf den Hof in der Finsternis, kniete mich hin. Ich wusste nicht, wie kann ich diesen Jesus aufnehmen. Zum Glück haben wir mit Familie zusammen ein Lied gelernt, ein Weihnachtslied. Das Lied heißt Deinen Königsthron. Und im Refrain sagt, oh komm in mein Herz, Herr Jesus, da ist Raum für dich. Das habe ich aus Liebe gemacht. Ich habe immer wieder gesungen, oh komm in mein Herz, Herr Jesus. Ich brauche dich. Er ist in mein Herz gekommen. Als ich 5 Mal das Lied gesungen habe, dann hat er so ein tiefen Frieden, in einer Freude, mein Herz, wir verloren aus dem Herz. Es ist in mein Herz gekommen. Dieser Jesus hat mir all meine Schuld vergeben. Er hat mir den Sieg gegeben über Sünde. Von diesem Moment war ich frei von Alkohol. Ich hatte so eine Liebe, ich möchte so gerne Menschen erzählen, welche Liebe Gott für einen verlorenen Menschen hat. Und ich bin bis heute so dankbar, dass Jesus mein Leben übernommen hat. Ich bin später in viele Versuchungen gekommen. Der Teufel ist immer noch da. Der will immer nicht haben, dass es die Wahrheit ist. Aber die Wahrheit kann einen Menschen frei machen. Heute leben wir als Familie. Wir sind so dankbar. Wir haben 7 Kinder. 7 Kinder kennen alle Jesus. Meine Frau hat Jesus angenommen. Wir sind so dankbar dafür. Und wir haben noch viele zu erzählen. Aber ich möchte so gerne die Hoffnung, wo es nicht möglich ist. Wo kein Prediger ist. Wo keiner ist. Die Leute das sagen, dass Jesus der Herr ist. Gottes Wort ist da.
Und Jesus ist da. Der kann helfen und er will helfen. Ja. Das möchte ich gerne mitteilen. Mit allen. Ja. Gerhard, hast du vielleicht ein paar Schriftstellen? Ich weiß ja auch, aber dass du diesen sagst, wo in der Bibel ganz klar steht, der Jesus hat das Leben. Ja. Der Jesus ist da. Johannes, 1. Johannes steht es ganz klar gestehen, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also es geht nicht um Religion. Die Religion hat mir am meisten gefehlt. Die Religion hat mir am meisten gefehlt. Weil ich habe so schrecklich versucht, fromm zu leben. Ja, ich und das auch. Ist, was eine Religion versucht. Ich möchte, dass die Religion einfach aufhört, ja. Mit Leuten zu quälen und versuchen, in eine Kirche ein bisschen gerettet zu sein. Ich habe eine Sache gelernt. Jesus, die Jünger hatten am Anfang versucht. In ein Zimmer, die Türen zugeschlossen, da sind wir. Aber da ist Jesus reingekommen. Und er ist die Tür. Ja, er hat gesagt, so will ich das nicht. Hab Frieden, hab keine Angst. Geht in die Welt und mache zu Jüngern. Zu Jüngern? Ja, ich habe einen Vers, der mir in meinem Leben begleitet. Das ist Johannes Kapitel 15, Vers 16, wo Jesus sagt, ich warte, dass die Leute dann einmal sagen werden, du bist gewählt und du wirst dann jetzt ein Prediger sein und du wirst dann einmal jeden Sonntag hinter der Kunst stellen und predigen. Aber das ist anders. In meinem Leben ist es anders. Und diesen Vers möchte ich jedem mitgeben. Dieser Vers steht in Johannes Kapitel 15, Vers 16, der sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch geben. Ich bin bestimmt von Jesus Christus selbst. Er hat mich erwählt. Er hat mich bestimmt. Ich kann sagen, er hat mich angestaut, um Frucht zu bringen, Frucht, die bleibt. Und was ist Frucht im Reich Gottes? Ja. Was ist die Frucht eines Christen? Das ist die weitere Christen. Weitere Christen zu machen. Ja. Weitere Jünger zu machen. Weitere Jünger zu machen. Ja. Das ist die Frucht. Das ist die Frucht. Halleluja. Und da muss ich noch eine Schrift, die mich sehr berührt hat. Epheser 1,18. Denn ich habe mich auch jahrelang angestrengt. Ich war extrem religiös. Und dann habe ich mich einmal beklagt bei Gott und gesagt, Herr, ich streng mich doch so an. Aber ich habe es auch nicht gespürt, dass Gott da ist. Dann hat er gesagt, du bist sehr anstrengend. Wunderbar. Das war der letzte Todesstoß in meine selbst gebastelte Erlösung. Und jetzt im Epheser 1,18. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen, nicht den Religiösen, ja, den Gläubigen, geschenkt hat. Und ich freue mich so über diesen klaren Durchbruch. Aber du hast noch nicht erzählt, dass du zweimal angeschossen wurdest und die Kugel durch ist und, ja, du nicht gestorben bist. Es ist an deinem Herzen vorbei. Ja, der wollte zweimal schießen, der hat nur einmal. Der hat die Pistole hier gegen mein Herz hat er so angehalten, ja. Und dann schrie ich auf und schrie zu Gott. Und dann, weil ich mich gedreht hat, dann ist die Kugel durchgegangen, ja. Der ist hier vorne drin und hier hinten raus, ja. Und dann wollte er nochmal schießen und dann tat die Pistole nicht mehr. Das war ein Wunder Gottes. Halleluja. Ja. Der durchbohrte mich mit einem Schuss, der wollte mit dem zweiten, der sagte, ich sollte mich hinknien und er wird mich da erschießen. Und Gott hat seine große gnädige Hand über mich Amen. Erhalten. Amen. Und ich lebe jetzt und ich will Gott verherrlichen Amen. In meinem Leben. Und Gerhard, das Beste liegt noch vor mir. Danke. Ich glaube, dass du mit dem Zeugnis, das Gott in deinem Leben geschrieben hat, noch, ich möchte fast sagen, Millionen Menschen ich hoffe. In den Himmel bringen. Denn es ist nicht Religion,
Das ist nicht Religion. Es ist eine lebendige Liebesbeziehung mit Gott. Mit Gott. Mit Gott. Und er kam, um in dir zu leben, nicht in einem Gebäude. Ja, sicher. Jesus kam nie, um in einem Gebäude zu leben. Ja. Der will in den menschlichen Herzen leben. Ja. Und du bist heute ein Stellvertreter an Christi Stadt, hier auf dieser Welt. Du bist ein Botschafter des Königs aller Könige. Es gibt keine höhere Position. Selbst die Präsidenten dieser Welt sind unter unserer Position, denn wir sind Botschafter des Königs aller Könige. Ja. Aber das soll uns nicht stolz machen, aber das soll uns ein Wertempfinden geben und eine Identität. Da braucht man nichts mehr tun, um jemand zu sein. Ja. Wir sind jemand. Wir sind durch Auserwählung Gottes. Und deshalb können wir tun, was er uns, wozu er uns berufen hat. Ja. Gerhard, ich freue mich so, dich zu treffen. In diesem fernen Paraguay. Obwohl ich, und da habe ich gesagt, ich habe immer geglaubt, nach Paraguay komme ich nie, denn ich spreche Spanisch. Ah, ja. Und da wird mir alles Spanisch vorkommen, denn ich spreche nicht Spanisch. Mein Deutsch ist ein bisschen niedrig, aber ich bin so dankbar, dass ich das Deutsche, was ich kann, Wunderbar. Ja. Danke, danke, Gerhard. Ich danke auch herzlich, Mama Maria, dass ihr hier gekommen seid. Ich habe gestern, dass ihr so für uns gebetet habt, habe ich so geschätzt, so schätzen gelernt. Und wir sind frisch erneut mit Kraft vom Heiligen Geist gefüllt, damit wir weiter kämpfen für die Wahrheit in unserem Leben. Aber die Wahrheit, und die Wahrheit ist eine Person. Das ist eine Person. Jesus ist die Wahrheit, die frei macht, die Liebe, die heilt und das Leben, das erfüllt. Ich will das noch gerne mitteilen. Meine Frau hatte immer ein Problem mit Kopfschmerzen. Ja. Gestern hat es gebetet für sie, die war völlig frei. Diese haben so gedankt unseren Gott. Halleluja. Wir weinen für Freude. Das ist, was wir sagen. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Und ihr lieben Zuschauer, das sind Geschichten, die Gott schreibt. Ja. Wie Menschen aus der tiefsten Dunkelheit in das hellste Licht kommen und wissen, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin geschätzt. Nicht, weil ich so großartig bin, sondern weil mein Vater so großartig ist, der alles für mich gemacht hat. Und Jesus Christus alles bezahlt hat für uns, damit wir als Befreite, als Erlöste in dieser Welt sein können. Nicht, weil wir es verdienen, sondern weil wir begnadigt sind. Ja. Gnade ist unverdient, gell? Unverdient. Unverdient, unverdient. Und deshalb vermissen so viele, weil es eben ein, wir brauchen nur Danke sagen. Und weißt du noch etwas, was ich erkannt habe, jetzt auch bei dir wieder? Gott nötig zu haben, ist die größte Reife eines Christen. Nicht unabhängig sein, sondern mit ihm in Verbindung leben. Und er sagt ja auch in Johannes 15, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleibt, könnt ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch gegeben. Gerhard, ich danke dir für diese Zeit. Danke. Ich danke auch. Ich möchte, dass alle Zungen, während wir leben, Jesus bekennen als Herr und unsere Knie beugen, dass wir das tun, bevor es zu spät ist. Alle Knie werden sich für Jesus beugen und die Zunge werden bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und das möchte ich jetzt. Und dann wartet ewige, ewige Herrlichkeit auf uns. Wunderbar. In der Gemeinschaft mit Gott. Ja. Danke. Herzlichen Dank. Danke.